herzliches Willkommen zum Tachoskop mit Ella. Wir sind in der Woche 7. bis 13. Dezember 2020 und ich stelle euch die Karten vor, die ich verwende. Ich nehme die Energy Oracle Cards von Sandra and Taylor für die allgemeine Energie der Woche, für die Wochentage das Gilded Tarot Royal von Ciro Marchetti, dann die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, so als allgemeine Energie und euer Krafttier natürlich, beides von Colette Baron-Reed. Und zum Klären der Tageskarten habe ich noch das normale Rider-Waite-Tarot, sodass ihr euch dann noch kleinere Informationen da rausholen könnt. Denkt dran, es ist eine allgemeine Legung. Persönliche Legung bitte über die E-Mail, die steht auch unten verlinkt. Ihr könnt euch da die Informationen auch über die Webseite und über persönliche Legung rausholen. Ja, denkt dran, Kanalmitgliedschaft immer einen Tag früher. Und ich hoffe, es wird eine schöne Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall nur das Beste und sag bis gleich. So, meine Lieben, erstmal allgemein für alle, so die Wetterlage des Himmels bzw. der Sterne. Wir haben am 7. und 8. relativ neutrale Tage. Wir haben dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Haben wir so ein bisschen die Energie, dass man was tun kann, dass man was umsetzen kann. Ja? Der Mittwoch fängt ein bisschen mit Ruhe an und dann geht es halt bis zum Samstag durch, dass man ruhig mal ein bisschen was für sich tun kann, also auch sportlich und so, Beweglichkeit, Lebensenergie und Begeisterung ist dabei. Am Sonntag haben wir eine Energie, die auch Mittwochvormittag so ist, dass man eben ein bisschen ruhig die Dinge angeht, Wellness-Tage oder ein Wellness-Tag. Aber es kann natürlich auch je nach Umstand dazu führen, dass man sich zu was überreden lässt, was man nicht so gerne möchte. Schauen wir uns an, was wir noch haben. Wir haben einen schweren Winkel zwischen Sonne und Neptun, 9. Und Venus und Pluto, ja, da ist die Leidenschaft drin, aber mit Pluto ist diese Leidenschaft immer manchmal, schon mal ein bisschen übertrieben, also zu viel des Guten, aufpassen damit, ja. Sonne und Mars fördern, dass man sich bewegt, dass man Dinge tut. Wir haben die Sonne im Schützen, wir haben den Mars im Widder, klar, Feuerenergie, ja. Und vom 9. bis 12., da kann man richtig was umsetzen, da kann man was realisieren. Aber man sollte auch am 13., an dem Wellness-Tag aufpassen, mit Merkur-Neptun-Verbindung, dass man da ja nicht so abgehoben ist oder die Dinge nicht so wirklich klar sieht. Also sich nichts andrehen lassen und nach Möglichkeit auch, ich sage jetzt mal beim Bezahlen, wenn man irgendwas unternehmen sollte oder so, aufpassen. Das könnte dann ja mal schief gehen, dass man sich vertut oder was vergisst oder zu viel gibt. Also das sind so die Energien der Tage allgemein. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Sternzeichen. Herzliches Willkommen, lieber Wassermann, zur Tarotkupplegung mit Ella für die Woche 7. bis 13. Dezember 2020. Es dauert nicht mehr lange, dann wechseln Jupiter und Saturn in dein Sternzeichen und sorgen dafür, dass sich Dinge für dich ja, ein Stück leichter anfühlen, vielleicht auch erfolgreicher durchzusetzen sind. Also ich denke, da beginnt eine tolle Zeit für dich. Momentan haben wir die Sonne im Schützen, was auch sehr förderlich ist, bis zum 20. Dezember. Wir haben die Venus im Skorpion, naja, wir haben Saturn im Steinbock und ich denke mal, dass es ja, ein Stück weit dazu beiträgt, dass du an den Dingen arbeitest, die relevant für dich sind. Mit Uranus musst du natürlich aufpassen. Es kann sein, dass du manchmal zu intolerant reagierst oder vielleicht auch zu vorschnell und von deinen Mitmenschen, was die Veränderung betrifft, zu viel erwartest. Das kommt vor, aber wenn dir das bewusst ist, kannst du vielleicht ein bisschen milder agieren. Pluto ist immerhin außer Reichweite. Mars sorgt dafür, er ist im Widder, dass du dich vital und stark fühlst. Ja? Das ist toll, gesundheitlich auch. Und wie gesagt, wir haben Venus im Skorpion.
Da solltest du darauf achten, entweder nicht selbst eifersüchtig zu sein oder deinen Partner, deine Partnerin nicht eifersüchtig zu machen. Wenn dann die Venus am 15. in den Schützen geht, ist das wieder eine sehr positive Entwicklung. Merkur steht im Schützen, ja, und das bedeutet, dass du natürlich gut artikulieren kannst, aber du solltest dir selbst nicht im Weg stehen, indem du, zu besserwisserisch rüberkommst, ja. Das ist dein bester Monat und den solltest du natürlich nutzen, privat wie beruflich. Und damit kannst du sehr viel erreichen. Zwischen 9. und 12. kannst du sehr aktiv werden, um deine Vorhaben durchzusetzen, um erfolgreich das in trockene Tücher zu bringen, was dir wichtig ist, was relevant ist. Und wie gesagt, es wird sogar zu einem späteren Zeitpunkt noch besser. Aber immer auf einer Ebene bleiben, nicht abheben, nicht durchdrehen. Deswegen immer schön tolerant und entgegenkommend. Wir schauen mal, wie das sich in den Karten spiegelt. Ja, mein lieber Wassermann, dann wollen wir mal schauen, wie sich das jetzt in dieser Woche so in den Karten zeigt. Denk dran, das ist eine allgemein keine persönliche Legung. Das heißt, du siehst die Energien wie die Wetterkarte. Was du daraus machst, bleibt natürlich dir selbst überlassen. Du musst ja auch die entsprechenden Konsequenzen selbst tragen. Die Karten können dir immer nur ein Stück weit raten. Entscheiden musst du selbst. Wir schauen uns jetzt an, was von außen kommt, was du von deinen Mitmenschen in dieser Woche zu erwarten hast. Und da haben wir den Magier und den Spiegel. Der Magier und der Spiegel ist jemand, der vielleicht dir Dinge vermitteln kann, wo du dich selber spiegeln kannst sozusagen. Ja, vielleicht jemand, der als Vorbild dienen kann oder den du bewunderst, der dir hilfreiche Informationen vielleicht liefern kann. Möglich. Schauen wir mal. Da solltest du auch nicht zu stolz sein zu fragen. Schauen wir uns an, wie du dich fühlst in dieser Woche oder selber siehst, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was weniger gut ist und natürlich, wie diese Woche für dich ausgeht. So, ich werfe nochmal einen Blick. Ja, ist gut zu sehen. Dann kommen wir zu den Wochentagen. Bei den Wochentagen, Montag bis Sonntag, die lege ich auch in der Reihenfolge. Kann natürlich sein, dass das eine oder andere bei dir in einer anderen Reihenfolge passiert. Das ist aber einfach, weil es eine allgemeine Legung ist. So, nur dass du das auch weißt und dich nicht auf einen Tag fixierst, sondern eher auf die Energie, die dir dann begegnet. Glaub mir, wenn dir das begegnet, wirst du es wissen. Wir schauen auch, wie du auf deine Mitmenschen zugehst, wie deine Energie nach außen ist in dieser Woche. Die Liebenden, eine Entscheidung in Liebe, das kann natürlich partnerschaftlich sein, das kann aber auch familiär, es kann freundschaftlich, es kann in diesem Bereich auch Tierliebe sein, was auch immer, es ist eine Entscheidung in Liebe. Okay, schauen wir mal, wie sich das zusammensetzt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. Ja, mein lieber Wassermann, wie immer, ja, die Tage musst du dir also jetzt nicht in der Reihenfolge merken, nur die Energien, die dir in dieser Woche begegnen werden. Das kann, wie gesagt, in anderer Reihenfolge passieren. Die Vorwoche hängt nochmal hinten dran, so wie ich das immer mache, weil manche Energien auch noch einwirken auf die folgende Woche, ja, falls es dich interessiert. Wir schauen uns jetzt an, wie du dich in dieser Woche selbst so einschätzt. Die Tür zur Romanze. Also du bist romantisch aufgelegt, das zeigt ja auch die Karte der Liebe. Die Liebenden, ja. Also vielleicht hast du dich verguckt, vielleicht bist du auf Freiersfüßen, ja. Warum nicht? Romantik ist schön, in der kalten Jahreszeit mit Kerzenschein und so weiter sehr schön. Schwierig momentan Kontakte zu hegen und zu pflegen, aber warum nicht? Dein Wunsch ist die Sonne. Das bedeutet Harmonie, Optimismus, Strahlkraft, Erfolg, körperlich, geistig, vital sein. Ne? Das ist so dieses allumfassende Gefühl und auch Intellekt, alles im Einklang, einfach sich sauwohl fühlen. Das ist dein Wunsch.
Hoffnung und Ängste haben wir den Erfolg. Das ist natürlich die Hoffnung, dass du erfolgreich bist, sowohl privat als auch beruflich. Was ist gut für dich? Die Tür zur Spiritualität. Und das kann vieles bedeuten. Spiritualität, man muss natürlich wissen, was man darunter versteht. Das heißt nicht Geisterbeschwörung. Das heißt, dass man Energien erfassen kann, dass man so ein bisschen sensibel ist, was andere so an Energie mitbringen, ja, wie andere unterwegs sind, zu merken, dass der eine oder andere vielleicht einen Kummer hat oder dass jemand gut drauf ist oder nicht gut drauf ist, ja, solche Sachen, das ist auch Spiritualität. Das muss man nicht unbedingt mit Esoterik in Einklang bringen. Dass man sich Sorgen macht, dass man mitfühlend ist, ja, und eben das auch zeigen kann. Also gut für dich ist, wenn du dich diesen Dingen öffnest. Wenn du romantisch bist, wenn du Positives möchtest, Harmonie und Erfolg, ist es natürlich wichtig, dass dann Gefühl und Intellekt eben auch im Einklang sind. Was ist nicht gut für dich diese Woche? Das ist der Engel der Balance. Also momentan gibt es einiges, was nicht in der Balance ist. Deswegen sehnst du dich auch danach. Ja? Da, weil das auf der Position ist nicht gut, bedeutet das, dass bei dir einiges nicht in Balance ist. Ausgang in dieser Woche ist der Pfad zum Tempel oder der Tempelpfad. Bedeutet den Weg finden dorthin, wo man hin möchte. Dazu muss man sich natürlich selbst auch fragen, was ist mein größter Wunsch, was möchte ich? Wir schauen mal. Der Wunsch ist ja Optimismus und Positives. Das Rad des Schicksals. Saturnische Energie, ja. Schicksal, Karma, wie auch immer, dreht sich in deine Richtung. Oh ja. Wir haben die 5 der Stäbe. Das heißt, im Umfeld oder um dich herum ist wahrscheinlich mehr Wettbewerb als Miteinander. Ja, es kann auch der innere Konflikt sein, wo man so ein bisschen hin und her gerissen aus der Balance ist. Ob du mit etwas haderst oder ob dir etwas nicht gefällt, je nachdem. Am Mittwoch haben wir deine Karte, den Stern, Heilung. Heilung im Bezug auf Erfolg und auf Harmonie. Ich denke mal, es gilt in dir selbst erstmal die Harmonie herzustellen, die Eigenliebe zu fördern, um dann Romanzen oder auch liebevolle Dinge umsetzen zu können. Da ist die Heilung drin. Am Donnerstag haben wir die 7 der Kelche. Ja, da weiß man nicht so recht, was man gefühlsmäßig tun kann, tun sollte. Ja, dafür ist die Spiritualität gut. Da setzt du dich irgendwo hin, irgendwo, wo es ruhig ist, wo du dich selber auch wohlfühlst. Das kann zu Hause sein, das kann irgendwo an einem Ort sein, wo du dann mal die Augen schließt, an Situationen denkst, die dich froh machen und wie sich das in deinem Bauch anfühlt. Ja, und so kannst du auch, wenn du Entscheidungen treffen musst oder was du machen sollst, kannst du dich auch hinsetzen und die verschiedenen Szenarien gedanklich durchspielen. Dein Bauch wird sich immer dazu äußern. Freitag haben wir den Ritter der Stäbe, Feuerenergie, kurzzeitige Begeisterung. Ja, das ist so, wir kommen kurzzeitig mal in die Balance, aber wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Samstag haben wir die 10 der Münzen, das ist Stabilität und Sicherheit. Da ist natürlich auch partnerschaftliche Stabilität und Sicherheit gemeint, nicht nur finanzielle. Und du bist auf dem Weg dorthin. Wir haben den Ritter der Schwerter, das ist deine Energie, dass du deinem Weg folgst. Und zwar ziemlich rasch. Vielleicht, wenn du erstmal den Weg zu deiner Spiritualität oder zu deiner Intuition gefunden hast, dann bist du nicht mehr aufzuhalten. Schauen wir uns jetzt mal an, die Tür zur Romanze. 5 der Schwerter und 3 der Kelche. Ja. In deinem Umfeld vielleicht oder die Menschen, die dich umgeben, da ist es schwierig, da Romanzen oder harmonische Dinge unbedingt umzusetzen. Den Eindruck habe ich jetzt. Die Sonne ist dein Wunsch. Da ist die Hohepriesterin, der Inbegriff der Intuition, ja, der Wissenden, der Geheimnisträgerin. Und da ist die 9 der Kelche, da möchtest du hin. Du möchtest hinter die Kulissen blicken und du möchtest dich vielleicht auch besser kennen, um auch deine Gefühlswelt ein Stückchen mehr in den Vordergrund zu bringen. Der Erfolg ist dir wichtig. Königin der Stäbe, Feuerenergie, wir sind ja im Sonnenzeichen Schütze gerade, und die Königin der Schwerter. Da haben wir 2 Energien, Feuer und Luft, die gut miteinander können. Ja, gemeinsam können sie grandiose Erfolge erzielen. Es kann aber auch sein, Intellekt und Leidenschaft führen zum Erfolg. Ja, vielleicht geht es auch um jemanden oder etwas,
Es ist ja auch die Königin der Schwerter, aufrichtig sein zu sich selbst. Das ist nur Logik. Aber die Königin der Stäbe hat auch Leidenschaft in sich. Also auch eine gute Portion, ja, Power, ne? Enthusiasmus. Die Tür zur Spiritualität, da haben wir das Ass der Münzen und da haben wir den Wagen Krebsenergie. Toll! Also du hast die Möglichkeit in dieser Woche dir ein neues Tor zu öffnen und durch dieses Tor hindurch zu fahren mit dem Wagen, um dir, ich glaube, das ist sowieso ein, ja, wie so ein Erkenntnis, so ein, ach, jetzt verstehe ich, ja, so, das ist so, jetzt habe ich es begriffen. Ne, so ein Aha-Erlebnis, so fühlt sich das an. Aber es ist noch einiges außer Balance, das ist ja auch klar. Da ist irgendwas, was dir noch nachhängt. Schmerzen, Enttäuschungen, Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Und da ist der Tempelpfad, die Herrscherin und der Turm. Bedeutet, dass du noch nicht ganz dort bist, dass du die Dinge, ich vermute, aus einer anderen Perspektive mal angehen musst, um den Tempelpfad auch frei zu machen. Der Turm macht ja Platz für Neues und die Herrscherin bringt ja Fruchtbarkeit. Und dadurch, dass du neue Erkenntnisse sammelst durch Spiritualität, durch Intuition, eröffnet dir das einen neuen Blickwinkel. Das Rad des Schicksals, Zurückhaltung. Und da ist die 5 der Stäbe. Du bist zurückhaltend, weil dir das vielleicht nicht so zusagt. Dieses sich reiben oder dieser Wettbewerb, es gefällt dir nicht. Ne? Und da ist die Sonne und da sind die Liebenden. Das überstrahlt alles. Also auch im Wettbewerb, auch um eine Person oder eine Sache oder auch wenn es darum geht, sich aus dem Konflikt zu befreien, da ist der Optimismus, die Sonne stärker als der Wettbewerb oder dieses Gerangel. Ja. Die Heilung ist ja auch da, ziemlich schnell sogar, mit dem König der Münzen. Und plötzlich fühlst du dich stabil und sicher, weil du, wie ich finde oder empfinde, dein Herz geöffnet hast und auch deine Gefühle hast wahrgenommen und an die Oberfläche kommen lassen. 7 der Kelche, das kann vielleicht auch im Moment mal zu viel sein. Manifestation und 3 der Stäbe. Es bedeutet, ich lerne, meine Gefühle dazu mit ins Boot zu holen, sozusagen, um das zu manifestieren, was ich möchte, wo ich hin möchte. Die Tür zur Spiritualität eröffnet mir den Zusammenhang zwischen Intellekt und dem Gefühl, dass ich mich wohlfühle bei dem, was ich tue, dass ich mich mit meinen Mitmenschen wohlfühle, auch im Wettbewerb wohlfühle, weil ich zufrieden bin. Weil ich zufrieden bin erstmal mit mir, denn das Erste ist ja die Eigenliebe. Und weil ich lerne, zum richtigen Zeitpunkt meine Liebe zu zeigen oder mein Entgegenkommen, meine Sympathie zu zeigen. Ritter der Stäbe, kurzzeitige Begeisterung, 8 der Schwerter und der Teufel. Dein Kopf klickt wieder ein und sagt, Moment mal, nee, so geht das nicht. Ja, das macht mich ja verwundbar. Ja, das stimmt. Aber du bist auch verwundbar, wenn du das nicht zulässt. Einfach aus dem Grund, weil Intellekt dem Gefühl nicht das Wasser reichen kann. Ja? Du kannst mit Logik dem Gefühl nicht kommen. Und wenn dein Bauchgefühl sagt, nee, deine Logik sagt ja und du handelst logisch, fühlst du dich nicht gut dabei. Ja? Und das begleitet dich, ob dir das da gefällt oder nicht. Aber wir schauen mal. 10 der Münzen. Königin der Kelche. Sich um Gefühle kümmern. Ja, das bereichert. Und das bringt Veränderung. Veränderung zum Guten mit den 10 der Münzen. Ritter der Schwerter. Mäßigkeit und Gerechtigkeit. Du kommst durch dieses Öffnen. Das ist ja ein innerer Konflikt, der hier stattfindet. Dir ist Gefühl nicht wirklich geheuer. So sieht das zumindest in den Karten aus. Und dein Kopf klickt ein und sagt, nee, das ist mir zu riskant. Und dein Gefühl sagt aber, ohne das geht es nicht. Du bist nicht vollständig ohne Gefühle. Ja? Und auch hier, es ist wichtig, dass du umdenkst, ja? Dass du dir klar darüber wirst, dass du die Balance nicht nur in Logik führen kannst. Du brauchst beides. Du brauchst Logik und Gefühl. Ja? Und das muss hier mit dem Wagen, da sollte im Einklang sein. Und hier haben wir auch Leidenschaft und Logik. Ja? Also du kannst sehr schnell auf eine Basis kommen mit deinen Gefühlen, ja, wenn du sie in Einklang bringst mit deiner Logik, die Veränderung zulässt
und einen neuen Blickwinkel hast auf die Dinge, wie sie sein können. Und dann wirst du auch nie wieder einen Schritt zurückgehen. Da bin ich mir sicher. Wenn du diesen Zusammenhang erkannt hast für dich. Wir haben die Liebenden und wir haben den Magier und den Spiegel. Ja, gesegnet ist die Karte, die zu dir kommt. Ich denke, dass du gesegnet bist, Dinge zu erkennen, die dir vorher noch unbekannt oder verschlossen waren. Die Grundbedeutung, etwas Wunderbares, das sich unverhofft und unverdient ereignet. Gnade als unerwartetes Geschenk des göttlichen Prinzips. Die Botschaft lautet, es gibt Augenblicke im Leben, in denen sich alles wie von göttlicher Hand gelenkt ineinander zu fügen scheint. In solchen begnadeten Momenten fühlen wir uns auf eine Weise beschenkt, die schwer in Worte zu fassen ist. Es ist, als ob die Wasser des Roten Meeres sich vor uns teilten und die Ereignisse sich verbänden, um unsere Sorgen und Nöte auf mühelose und selbstverständliche Weise zu verbannen. Auch wenn wir im tiefsten Innern wissen, dies nicht verdient zu haben, so geschieht es doch. Jetzt ist einer dieser gesegneten Augenblicke. Lass dich dabei von Ehrfurcht und Dankbarkeit leiten. Ja, wenn du diese Erkenntnis gewinnst, sei ehrfürchtig und dankbar, weil dich das ein ganz enormes Stück voranbringt, weil dich das auch ein ganzes enormes Stück glücklicher macht und zufriedener. Ja? Und du dann auch vieles verstehst, was dir vorher verborgen geblieben ist. Wir haben den Koi, es ist immer genug vorhanden, den Nummer 30. Das ist dein Krafttier. So, schauen wir uns an, was die Nummer 30 besagt. Es ist immer genug vorhanden. Dein Krafttier möchte dir sagen, der Koi, der in einem kleinen Teich heranwächst, erinnert uns daran, dass in jedem von uns das Potenzial zum Wohlstand liegt. Das Gesetz der Fülle besagt, dass Wohlstand unser natürlicher Zustand ist. Unabhängig von den äußeren Bedingungen vermagst du ihn wie ein Magnet in dein Leben zu ziehen, zusammen mit all der Fülle und den Chancen, deren du bedarfst. Die Botschaft des Koi-Geistes an dich lautet, dass du beginnen sollst, die Grundlage für Wohlstand ganz bewusst in dir selbst zu legen, so klein dein Teich dir auch erscheinen mag, indem du die Fülle würdigst, wo immer du ihr begegnest. Wenn du zu dem Selbst werden willst, das sich mit dem Wohlstand in all seinen Formen in Einklang befindet, dann werden auch die äußeren Umstände deinen inneren Reichtum widerspiegeln. Auch wenn es im Augenblick so aussieht, als sei dir kein äußerer Reichtum vergönnt, wird dies doch bald der Fall sein. Male dir die Fülle aus, die der Allgeist dich erfahren lassen will, im Wissen darum, dass er dir mit Freuden bringen wird, was du brauchst, sobald du dich für das bewusste Mitschöpfertum entscheidest. Du hast so vieles zu geben und so vieles Wertvolles in dir, das nach seinem Ausdruck in der Welt verlangt. Es gibt vieles, das du in deinem kleinen Teich erschaffen und anziehen kannst. Unterschätze nicht, was du hast und wer du bist, denn der Koi-Geist lässt dich wissen, dass du etwas Besonderes bist, geliebt und zutiefst wertgeschätzt. Vertraue darauf, dass die äußeren Bedingungen dabei sind, sich zu verwandeln, um diese Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Ja, und auch du wandelst dich. Ja, dein Leben ist Veränderung und die Veränderung, die ich hier sehe, ist zum Gefühlvollen hin, zur Fülle des Gefühls auch. Ja. Und ja, wenn das die Liebe in dir geweckt hat, wunderbar. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ich hoffe, dass es dir Freude bereitet, dass du ja so ein bisschen auch ja, aus deinem Schneckenhäuslein rauskommst und so ein bisschen nach vorne gehst und Gefühle auch für dich kein Problem darstellen, sondern ein Teil des Ganzen sind. Bin gespannt, wie gesagt, was du darüber erzählst. Ich würde mich freuen. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Liebe in dieser Woche. Wenn du das für dich verwenden konntest und wenn es dir hilfreich war, lass gerne ein Däumchen hoch da. Ich freue mich sehr für dich und freue mich auch schon auf die nächste Woche, wie es dann weitergeht. Also, viel Spaß und bis bald.